willkommen zu einem neuen Halloween-Tutorial von mir. Ich habe heute für euch diesen schnellen Comic-Last-Minute-Look. Und zwar wirklich Last-Minute, weil das Make-up dauert nicht mal eine Viertelstunde. Also ihr könnt wirklich in 10 Minuten Vollgas ein cooles Comic-Make-up für eure Halloween-Party schminken. Und wie ich das Ganze gemacht habe und was ich dafür verwendet habe, zeige ich euch in diesem Video. Vergesst nicht im Video, wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben zu geben. Und ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich riesig darüber freuen, mehr von euch zu hören und zu sehen. Ihr findet mich natürlich auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und Co. Und ja, los geht's. Happy Halloween! Die NYX Stay Matte But Not Flat Foundation trage ich mit einem großen Foundation-Pinsel auf mein gesamtes Gesicht auf, um eine schöne Basis zu schaffen. Danach ziehe ich mit dem cremigen NYX Jumbo Pencil in Black Bean die ganzen äußeren Linien von meinem Gesicht und auch von meinen Ohren nach. Mit dem feineren Eyeliner-Pen von NYX ziehe ich jetzt meine Mimikfalten und meine Augenbrauen nach. Mit dem neuen NYX Eyeliner The Curve ziehe ich mir jetzt meinen Eyeliner nach und auch meine Lidfalte. Danach ziehe ich auch die Kanten von meiner Nase nach und umrande meine Lippenkontur. Das Kinn und die Wangen werden mit einfachen Strichen unterlegt. Und mit dem NYX Baked Blush, Illuminator und Bronzer gebe ich meinem Gesicht noch ein bisschen Frische. Mit der NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Madrid fülle ich jetzt meine Lippen aus. Und gleich danach zeichne ich mit dem White Liquid Liner diese typische Comic-Spiegelung auf die Lippen. Der White Liquid Liner kommt auch noch auf mein unteres Augenlid, um die Augen noch gezeichneter und comichafter wirken zu lassen. Mit dem Jumbo Eye Pencil in Milk kommen jetzt die typischen Punkte aufs Gesicht. Und mit dem Jumbo Pencil in Black Bean ziehe ich mir jetzt auch noch mein Schlüsselbein nach. Mit den NYX Wicked Lashes vollende ich nun den puppenhaften Comic-Zeichnungslook. Und weil ich mit meiner Nase nicht ganz zufrieden war, habe ich die nochmal nachgezeichnet und ein bisschen verändert, und zwar mit dem The Curve Eyeliner von NYX. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich hoffe, mein wirklich schnelles Make-up-Tutorial hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte diesem Video einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mehr solche Videos zu sehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Happy Halloween! Und alles Liebe!